Jesus, so gut zu wissen, dass wir mit dir nie mehr alleine sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dieses tiefe Wissen ganz tief hineingreifst in das Leben von unseren Kindern. Und dass sie in diesem Wissen aufwachsen. Sie sind geliebt. Sie sind nie mehr allein gelassen. Sie sind umhüllt und beschützt von dir. Und sie sind von dir gesehen. Grab ihnen dieses tiefe, gute, heilsame Wissen bitte in ihre jungen Herzen hinein. Und deswegen segne du auch dieses Kinderprogramm jetzt. Und segne du auch unsere Zeit hier heute Morgen. Und wir bitten dich von Herzen, dass du auch unsere Herzen weit machst und offen machst für dich und für dein heilsames, erneuerndes Reden in unser Leben hinein. Wir beten so sehr darum, dass du unsere Augen öffnest, dass wir dich sehen, Jesus. Wir lieben dich, wir möchten dich sehen. Wir beten darum, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir dich hören. Wir lieben dich, Jesus, wir möchten dich gerne hören. Und wir beten darum, dass du unser Herz und unseren Verstand öffnest, dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Amen. Hey, wunderschönen guten Morgen. Wer hat dieses Jahr eigentlich, wer hat von euch den Super Bowl geguckt? Darf ich es mal wissen? Ah, jawohl, zwei Stück, von denen ich es wusste. Eine weitere Person. Sonst niemand oder da oben? Ist ja Wahnsinn. Drei? Jawohl, vier, fünf, ja. Für euch ist diese Predigt heute zumindest der Predigteinstieg oder so. Ich bin so ein bisschen reingenommen worden, auch von einer Person, die hier gerade gestreckt hat, in das Thema Football und so und habe mich da so ein bisschen bisschen begeistern lassen auch von dem, wie das so alles funktioniert und so. Und ich möchte gerne heute Morgen von jemandem erzählen, der euch, sagt jemand von euch was? Joseph Osei? Schon mal gehört? Guckt an. Noch weniger predige ich jetzt, als noch für gerade. Joseph Osei ist ein Footballspieler und der in seinem größten Spiel seines Lebens war, nämlich im Conference-Finale, also ein Schritt vor dem ganz größten Sportereignis überhaupt, glaube ich, neben dem Fußball-Weltmeisterschaftsfinale, dem Super Bowl. Also er ist ein Schritt davor und es sind noch 10 Sekunden zu spielen und es ist kurz vor der Verlängerung, sieht gut aus, ist alles super und dann begeht er den größten Fehler seines bisherigen Sportlerlebens. Die Gegner haben den Ball und er rennt und du musst mir jetzt kurz helfen. Der Quarterback von den Chiefs, wie heißt der beste Quarterback vielleicht überhaupt? Patrick Mahomes, vielen Dank. Patrick Mahomes hat den Ball. Und wir können ein Bild sehen davon, von der Szene. Patrick Mahomes hat den Ball und läuft ins Aus. Und im Aus, 2 Meter hinterm Aus, passiert Folgendes. Genau dieser Move hier. Das ist die Tragödie von seinem Leben bisher, vielleicht von seinem Sportlerleben bisher, denn der Osei, das hätte im weißen Trikot, der schubst ihn, obwohl er schon längst im Aus ist. 2 Meter. Und das 10 Sekunden vor Schluss. Was bedeutet, es war ein Foul, was er nicht machen darf. Und das heißt, die Roten, die Kansas City Chiefs, die dürften etliche Meter vorrücken und dann waren sie in einer Situation, wo sie mit Leichtigkeit einfach nur ein Tor schießen konnten. 10 Sekunden vor Schluss. Das heißt, er hat einen völlig unnötigen Schubser gemacht, 10 Sekunden vor Schluss und deswegen das große Finale verpasst. Das ist ungefähr so, ihr seht, ihr habt keine Ahnung von Football alle. Deswegen, ich erkläre es euch mal. Wenn jemand, der eine oder andere hat vielleicht Ahnung von Fußball. Das ist vielleicht ungefähr so, wie wenn du im Fußball-Weltmeisterschaftsfinale, der Ball ist irgendwo im Mittelfeld, es gibt einen Zweikampf im Mittelfeld, es sind noch 1 Minute zu spielen und du hast einfach Lust, im Strafraum des Gegners, dem gegnerischen Torwart, die Hose runterzuziehen. Und es gibt Elfmeter. Und dann haben die 10 Sekunden vor Schluss oder so die anderen 11 Meter. So ähnlich ist diese Situation. Und du denkst danach, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Das war die Situation von Joseph Osei. Joseph Osei sah danach so aus. Er saß ganz allein die ganze Zeit auf der Ersatzbank und hat den Helm nicht abgenommen. Er hat die ganze Zeit den Helm nicht abgenommen. Und hat sich vergraben wollen. Und bitte schaut mir jetzt keiner in die Augen.
Bitte, keiner soll mir in die Augen schauen. Ich habe nicht nur für mich jetzt eine Tragödie erlebt, sondern für mein ganzes Team. Mein ganzes Team hat den Super Bowl verpasst, weil ich irgendwie einen dummen Schubser gemacht habe, den ich nicht hätte machen dürfen. Und so saß er da und hat den Helm nicht abgesetzt. Später noch, als er den Helm absetzen musste und duschen und so, kam er noch mit verweinten Augen dann aus der Dusche raus, wurde natürlich von den Presseleuten belagert und so und hatte und hat dann so auch das Handtuch so vor, über dem Kopf und vors Gesicht. Bitte schaut mir jetzt keiner in die Augen. Bitte guckt mich keiner an. Ich möchte mich nur vergraben, ich möchte nach unten schauen. Übrigens, wie es ganz global, universal, die grundsätzliche Körperhaltung ist in jeder Kultur, die wir so kennen, wenn du in deinem dunkelsten Moment bist, wenn du im größten Versagen bist, wo guckst du dann hin? Wohin geht dein Blick? Der geht doch nach unten, oder? Wo schaust du hin? Wohin geht dein Blick in den dunkelsten Momenten deines Lebens? Im größten Scheitern? Wohin geht da dein Blick? Wohin geht dein Blick in den Momenten, wo du eigentlich wo du im Boden versinken willst und wo du vielleicht enttäuscht bist, frustriert bist von dir selber? Du kennst diese Momente gar nicht von Scheitern? Dann ist diese Predigt nichts für dich. Tatsächlich jetzt ernsthaft. Und dann ist wahrscheinlich auch der ganze christliche Glaube nichts für dich. Dann ist der, von dem wir hier reden, nichts für dich, nämlich Jesus, der genau für diese Momente gekommen ist. Für die Dunkelheit. Sein Wort sagt, er kam in die Dunkelheit hinein, ganz bewusst. Kommt er in die Dunkelheit hinein? Wie schaust du, wohin schaust du in den dunkelsten Momenten deines Lebens? Wohin schaust du im tiefsten Versagen, im größten Schmerz? Wohin geht da dein Blick? Und wie schaust du Leute an? Vielleicht, wie schaust du als Eltern an, wenn du, ich kenne die Situation, hey, wir waren vielleicht, es gibt einen kleinen Hinweis, hey, ihr Kinder könntet die Küche aufräumen. Und wir sind dann 2 Stunden weg. Und wenn wir wiederkommen, wäre cool, wenn die Küche aufgeräumt wäre. Ihr lacht schon so. Kennt ihr unsere Kinder, oder? Und dann kommt man nach Hause und stellt fest, ja, das war ein großes Versprechen, ja, wir räumen die Küche dann auf. Ich darf noch kurz ein bisschen an den Computer und dann räume ich die Küche auf. Okay, noch kurz an die Küche, an den Computer und dann die Küche aufräumen. Wie schaue ich in dem Moment, wenn ich zu nach Hause komme und es wurde aus dem kurzen Moment des Computers die ganze Zeit des Computers und die Küche sieht immer noch so aus. Wie schaue ich da als Vater? Oder vielleicht so. Wie schaust du, wenn dich Menschen enttäuschen? Wie wirst du angesehen, wenn du Menschen enttäuschst? Wenn du deinen Job nicht machst, wenn dein Chef sagt, hey, die Zahlen stimmen aber nicht, die Bilanz ist falsch, die Präsentation ist fehlerhaft. Was ist mit dir los? Oder, du bist eine Schande. Oder im Fußballspiel, im Sport, wenn der Trainer draußen steht und du einen Elfmeter verschießt. Wie wirst du angesehen in diesen Momenten? Und wie sieht dich Jesus an? Wie sieht dich Jesus an in diesen Momenten? Wir lesen diesen Text, den Johanna schon wunderschön beschrieben hat. Ich lese ihn nochmal vor aus dem Lukas-Evangelium, 2. Kapitel, ab Vers 54. Die Männer nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus folgte in einiger Entfernung. In der Mitte des Hofes brannte ein Feuer. Ganz kurz, sollen wir es mit dem Handmikro probieren? Ist es besser oder ändert es nichts? Das,
So, probieren wir es nochmal. Ja, mal gucken. Hört mich immer noch hören? Ja. Ob ich das so hinkriege mit dem vor den Mund halten und so. Das probieren wir aus. Ich lese den Text nochmal. Die Männer nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus folgte in einiger Entfernung. In der Mitte des Hofes brannte ein Feuer, um das sich einige Leute versammelt hatten. Petrus setzte sich mitten unter sie. Ein Dienstmädchen sah Petrus dort im Schein des Feuers sitzen. Sie musterte ihn aufmerksam und sagte, der da war auch mit ihm zusammen. Petrus stritt das ab und sagte, ich kenne ihn gar nicht, Frau. Kurz darauf sah ihn jemand anderes und sagte, du gehörst auch zu denen. Aber Petrus erwiderte, Mensch, ich doch nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer, ganz bestimmt gehört er zu denen, er kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es wieder ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment, während er noch redete, krähte der Hahn. Der Herr drehte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal, eins, zwei, dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig. Was ist das für ein Blick? Wie sieht das Gesicht von Jesus aus, als er sich Petrus zuwendet? In diesem auch für ihn selber dunkelsten Moment seines Lebens. Was sieht man in ihm? Was sieht man an ihm? Man sieht sicher die durchgemachte Nacht. Er hat keinen Schlaf gefunden dort im Garten Gethsemane. Er hat gebetet und hat Angst gehabt und hat gezittert. Das sieht man sicher noch an ihm. Sieht man die ganze Misshandlung an und in ihm? Sieht man? Brauchst du was? In voller Liebe. Und er hat dich ganz doll lieb. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Genau das. Vielen Dank, Angelika. Wie schaut er? Genau dem möchte man nachspüren jetzt. Diesen Blick von Jesus. Dass er selber aus dieser Dunkelheit kommt, wo er ringt um sich, wahrscheinlich sieht man ihm das an. Dass er die Nacht durchgemacht hat, dass er Angst hat, wie wird alles? Wie wird alles in den nächsten Stunden werden? Wie wird das werden, wenn ich von Gott verlassen bin? Was wird das für ein Moment sein? Bin ich bereit, das zu tragen? Kann ich das aushalten? Vielleicht sieht man noch, wie Spucke seine Wange runterläuft und wie man Zeichen von Misshandlung an seinem Körper sieht. All das sieht man in dem Gesicht von Jesus. Und dann wendet er sich in diesem Moment, wo er sich um sich selber kümmern müsste. Wo er das gute Recht hätte, mit sich selber zu ringen und zu gucken, wie komme ich damit klar. Hat das so eine Selbstlosigkeit, die so unfassbar ist und nicht in Worte zu fassen ist. Jesus, was bist du für ein Mensch, dass du in deinem tiefsten Moment, dort wo du misshandelt, verraten, verleugnet, enttäuscht, alleingelassen wirst. Dort, wo du Angst hast, wie das alles wird. Dort, wo du die ganze Gottverlassenheit und in dich hineinziehst. In diesem Moment hast du die Power und hast du die selbstlose Liebe, dich dem zuzuwenden, der dich gerade enttäuscht. Was bist du für ein Mensch, Jesus?
Wie gehst du mit dem Petrus, wie gehst du mit mir um? Und dann dreht er sich, zu dem Petrus hin und schaut ihn an. In diesem Moment eigener Schwere, eigener Dunkelheit, wendet er sich dem zu, der auch in Dunkelheit drin ist und in tiefer Enttäuschung. Wie sieht er ihn an? Ist er dieses von dem Trainer? Oder ist es von wie so ein enttäuschter Vater? Das ist da nicht zu finden. Das ist da nicht zu finden in dem Blick von Jesus. So habe ich ihn nicht kennengelernt und so stellt er sich in der Bibel nicht dar. Was können wir in dem Blick von Jesus entdecken? In dem Blick von Jesus, wenn er zu Petrus rüberschaut, das wurde ja nicht beschrieben, es ist hier nicht beschrieben, wir haben auch kein Foto von dieser Szene, wir wissen es nicht irgendwie, es ist Spekulation. Aber es ist nur Spekulation, ich glaube nein. Es gibt gute Gründe dafür, dass wir das Erste, was wir entdecken, darin pure, unendliche, ewige Liebe sehen. Mitten in dem Moment wendet er sich zu und schaut den Petrus an, wo er ihm sagt, ich kenne dich überhaupt gar nicht, aber ich kenne dich. Du sagst, ich kenne dich nicht, ich sag, ich weiche nicht von deiner Seite. Du sagst, ich guck weg, ich sag, ich guck dich an. Du sagst, ich wende dir den Rücken zu, ich wende mich dir offen zu. Das ist meine Art. Ist das nur Spekulation? Ist das für mich ein Wunschdenken, dass ich sage, oh Joe, da wünschst du dir wieder was in Jesus hinein? Ich glaube, nein. Ich glaube, genau das ist der Grund, warum er gekommen ist. Sein Wort sagt es. Was ist denn die Liebe? Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, im ersten Johannesbrief, sondern die Liebe besteht darin, dass Gott uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Vergebung der Sünden. Genau deswegen, genau für diesen dunkelsten aller dunklen Momente ist er gekommen, um mit Liebe zu heilen. Das ist sein Auftrag, das ist seine Botschaft. Genau deswegen ist er gekommen. Woher ich das weiß? Weil es sein Wort sagt. 1. Johannesbrief. Oder woher weiß ich das? Weil es sein Wort sagt im Römerbrief. Wenn er sagt, nichts, nichts, nichts kann dich jemals trennen von seiner Liebe. Nichts kann dich trennen von diesem liebevollen Blick, der auf dir ruht. Nichts, weder Hohes noch Tiefes. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder Mächte noch Engel noch Gewalt noch irgendeine andere Kreatur. Noch nicht einmal du und dein Verleugner. Noch nicht einmal dein dunkelster Moment. Noch nicht einmal dein großes, tiefes Scheitern werden dich jemals trennen von der Liebe, die woher kommt? Die sich wo sichtbar macht, die man wo entdecken kann, von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn, die man auf dem Gesicht von Jesus zu jeder Zeit ablesen kann. Zu jeder Zeit, im dunkelsten Moment meines Lebens, entdecke ich auf dem Gesicht von Jesus, wenn er sich mir zuwendet, pure, unendliche Liebe. Er wendet sich in dem Moment ihm zu und sagt, die Liebe besteht nicht darin, dass du mir treu bist. Die Liebe besteht darin, dass ich dich liebe. Über alles. Wo guckt er hin? Und wie schaut er dich an, wenn du versagst? Kennst du den Moment noch? Kannst du dich erinnern? An Momente des Versagens und der Dunkelheit? Kannst du dich erinnern, wo du dieses Handtuch am liebsten über deinen Kopf genommen hättest und dich total verborgen hättest? Keiner soll jetzt gucken, keiner soll sehen, keiner darf das wahrnehmen. Mein persönliches inneres Scheitern. Und in dem Moment lädt dich Jesus ein, nimm das Handtuch weg. Nimm den Helm ab. Nimm den Helm ab, du kannst gerade stehen. Du bist geliebt, ich sehe dich. Und ich wende mich nicht ab. Ich habe das ja auch schon gewusst, ich bin nicht enttäuscht. Ich habe das gewusst, dass es kommt. Ich habe es dir gesagt. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber ich habe gebetet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört, Petrus.
Auch mitten in dieser Dunkelheit, auch durch eigenes Scheitern soll dein Glaube nicht aufhören. Dafür bete ich und dafür trete ich ein und dafür liebe ich dich. Mitten im dunkelsten Moment deines Lebens wirst du liebevoll angesehen. Das ist das, was wir entdecken auf dem Gesicht von Jesus, wenn er sich dem Petrus zuwendet. Und das ist das, was du entdecken kannst, wenn du nur das Handtuch wegnimmst und wenn du den Helm wegnimmst und es zulässt, dass Jesus dich ansieht. In dem Moment größter Dunkelheit, da ist ein Gesicht von Liebe. Was kann man noch entdecken? Da gibt's noch was Zweites, was ich entdecken kann in dem Gesicht von Jesus, wo er sich so zuwendet. Ohne, dass es beschrieben ist, aber wir können sehen in der Person Jesus, dass dann Liebe aufstrahlt und diese Liebe drückt sich in Vergebung aus. Ich sehe in dem Blick von Jesus vergebende Augen, vergebendes Gesicht. Er sieht nicht weg. Das ist schon mal auch vielleicht eine harte Botschaft. So, er sieht nicht weg, was ich gerne vielleicht verdrängen würde, was ich gerne an den Rand drängen würde, was ich gerne verstecken würde. Das ist vor ihm offenbar er, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Ich bin das Licht. In mir kommt das alles zum Vorschein. In mir kommt das ans Licht, was du gerne verbergen willst. Was du verstecken willst, das schaue ich an. Und da ruht mein Blick drauf. Auf dem, was du gerne verbergen willst, das kommt bei mir ans Licht und das schaue ich rein. Und das sage ich nicht dazu, das ist alles in Ordnung, das ist okay so, ich habe volles Verständnis für dich und deine Art, dein Charakter. Nein, das ist zerstörerisch. Das ist böse, das ist Scheitern. Ja, ich habe mit meinem Körper halt so meine Probleme und so, das macht doch jeder, nein. Nein, das ist nicht okay. Pornografie ist nicht okay. Ja, ich habe mir aber mein Geld verarbeitet, ich habe das ja alles auch verdient und mir steht es auch ein Stück zu, ich habe mir richtig geschuftet dafür. Nein, Anspruchsdenken ist nicht okay. Ist nicht okay. Und ich schaue das an und bei mir ist es sichtbar. Und er sagt, ja, aber das ist doch okay mit meinem Charakter. Ich bin halt so aufgewachsen, dann muss ich mal aggressiv werden, dann muss ich mal Luft lassen und so. Das ist halt meine Art. Dann schreie ich halt mal meine Kinder an. Das gehört ein bisschen mit auch zu meiner Art. Komme ich nicht raus aus meiner Haut. Und Jesus sieht es an und das ist nicht okay. Das ist zerstört. Das ist Schuld, das ist Sünde. Ja, aber ich habe auch so ein bisschen ein ängstliches Gemüt und so und dann so im Wind zu stehen, auch wenn der Druck so hoch ist auf der Arbeit und dann irgendwie was zu sagen, zu bekennen und so, das ist mir doch zu heiß und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und Jesus sieht es an und du kannst es nicht mehr verstecken. Und deswegen sind so Momente von bitterem Weinen, wie es der Petrus erlebt hat, für jeden, der so traut, sich ins Licht von Jesus zu stellen, die sind bekannt. Sind die dir bekannt? Kennst du diesen Moment von bitterer Erkenntnis? Das bin ich. Ich habe das vor gar nicht langer Zeit so ganz extrem erlebt bei einem Waldspaziergang. Wo ich mich geärgert habe über andere Menschen und gesagt, oh, und sag mal, haben die gar nichts verstanden. Und mit einem Mal ist wieder, wie das Jesus vor mir steht. Und sagt, das, was du anderen vorhörst, du bist genau in der gleichen Schiene drin, genau in der gleichen Schiene. Und das, was du da machst, ist nicht okay. Das ist Schuld und das zerstört Gemeinschaft. Das ist nicht okay. Und mit einem Mal spüre ich die Wucht eigener Schuld und eigener Sünde. Kennst du dieses Gefühl noch, dass du im Licht von Jesus und er schaut dich an und du spürst eine Wucht, da ist eine Diskrepanz da. Ich passe nicht zu deiner Heiligkeit. Und ich tue mit meinem Verhalten einen Bruch bewirken, eine Trennung bewirken.
Und Petrus geht weg und weint bitterlich, auch in dem Angesehensein von Jesus. Aber während er so ihn sieht, ist da dieses ins Licht kommen von dem, was da ist. Er, der die Wahrheit selber ist und der das Licht selber ist und der offenlegt, schaut gleichzeitig, dass er sagt, und genau für diesen Moment von bitterer Erkenntnis, ich passe hier nicht hin, für diesen Moment bin ich gekommen. Und das, was gerade hier abgeht, warum ich hier stehe, warum ich hier vor dem Hohen Rat stehe, warum ich diese durchzechte Nacht habe, warum ich jetzt gleich das Kreuz bekomme, warum ich diese Nägel reingeschlagen bekomme, warum das alles kommt, warum ich die Gott verlassen habe, das ist genau für diesen Moment, Petrus. Genau für diesen Moment habe ich das alles getan. Gib's mir. Gib's mir, gib mir dein Versagen. Deswegen mache ich das, damit ich es für dich tragen kann. Er hat den, sagt Paulus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Paulus, Jesus blickt ihn an. Er stellt in ihn Wahrheit und Licht hinein und sagt, jetzt gib's bitte mir, gib's mir. Ich vergebe dir das alles, was war. Ich bin deswegen an diesem Ort vor dem Hohen Rat und komme deswegen aus einer durchzechten Nacht, aus einer ängstlichen Nacht und gehe deswegen diesen Weg hoch nach Golgatha und werde mir die Nägel reinschlagen lassen in meinen Körper aus keinem anderen Grund als das, was du gerade machst. Jetzt gib's doch mir, lass es nicht umsonst sein, was ich getan habe, was ich jetzt tun werde. Da ist so viel Vergebung da, Bereitschaft zu vergeben in seinem Blick. Genau deswegen stehe ich doch hier. Petrus, für diesen Moment, den du gerade erlebst, für den Moment stehe ich hier. Woher ich das weiß, bilde ich mir das ein. Ist es eine Wunschvorstellung? Joe, das wünschst du dir in Jesus hinein? Nein. Ich weiß es, weil es sein Wort sagt. In Sprüche 24 heißt es zum Beispiel, der Gerechte fällt 7-mal. Aber jedes Mal steht er wieder auf. Der Gerechte fällt 7-mal, aber jedes Mal steht er wieder auf. 7-mal ist die göttliche Vollzahl. Das heißt, der Gerechte sündigt vollkommen. Der Gerechte sündigt im höchsten Maß. Der Gerechte sündigt komplett. Aber jedes Mal steht er wieder auf. Wer ist dieser Gerechte, der von Gott Gerechtfertigte, der von Gott gerecht gemachte, sündigt 7-mal, aber jedes Mal steht er wieder auf. Jedes Mal steht er wieder auf. So sagt sein Wort. Er hat den für uns zur Sünde gemacht, damit ihr, die an ihn glauben, damit ihr die Gerechtigkeit werdet, die vor Gott gilt. Dieser herrliche Tausch, deswegen steht er da. Deswegen ist in diesem Blick von Jesus pure Liebe, Wahrheit, Erkenntnis. Ich schaue nicht weg, wie du es gerne hättest. Ich lasse dich auch in dem Moment nicht allein, wie alle anderen weggucken. Aber ich gucke hin, ich gucke genau hin. Und es ist pure Vergebung. So hängt er da am Kreuz. Und auch deswegen weiß ich, dass er so guckt, denn am Kreuz selber schaut er diejenigen an, die ihn da hingeschlagen haben und die vorher noch gebrüllt haben und gesagt haben, kreuzige ihn und die sich abwenden, die vielleicht auch nur aus Entfernung sich nicht trauen, nah hinzukommen. Er schaut die alle an, er schaut die Soldaten an, er schaut sie alle an und sagt, Vater, vergib ihnen, bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und genau durch seinen Tod ist dieses Gebet in Erfüllung getreten und ihnen wurde vergeben. Und dann schreit er als letzte Worte auf, es ist vollbracht. Vollkommene Versöhnung ist vollbracht. Vollkommene Vergebung für dich ist vollbracht. Vollkommene Gerechtigkeit für dich, es ist alles vollbracht für dich. Deswegen bilde ich mir das nicht ein, wie Jesu Gesicht aussieht, sondern das sagt sein Wort. Da ist pure Vergebung, wenn er dich ansieht in deinen dunkelsten Momenten.
Und dann entdecke ich noch was Drittes. Also diese pure Liebe und Annahme, die dazu führt, dass er echt und radikal und vollkommen vergibt. Und dann ist da noch eine Einladung. Oder eine Ermahnung. Eine Ermutigung. Das gleiche Wort im Griechischen. Parakaleo. Dass er ermutigt und ermahnt. Und das entdecke ich auch in dem Blick von Jesus. Das habe ich entdeckt in meinem Waldspaziergang, wo er in mich ins Licht gestellt hat. Das bist du. Wo er mir pure Vergebung zugesprochen hat. Und wo dann aber auch diese Einladung war, diese Ermutigung und Ermahnung zu sagen, Joe, du musst nicht mehr so leben. Du kannst anders leben. Petrus, du kannst anders leben. Dieser Moment purer Verzweiflung, der war jetzt da. Dass du mich verleugnet hast, dass du so tust, als ob du mich überhaupt nicht kennen würdest. Den du eigentlich von Herzen liebst, von dem wendest du dich ab. Das ist der dunkelste Moment in deinem Leben. Und der war jetzt da und da gilt pure Vergebung dafür. Aber jetzt, Petrus, du musst nicht mehr so leben. Du kannst der Fels sein. Und Petrus, für ihn macht diese Geschichte was und seine ganze Biografie, dass er später gefragt wird, hey, liebst du mich? Und dann schreibt er in seinem Brief, auf eine Sache musst du dich verlassen. Setz auf eine einzige Sache deine Hoffnung. Im Petrusbrief schreibt er das später. 1. Petrus 1. Setz auf eine einzige Sache deine Hoffnung. Auf was? Auf die Gnade Gottes. Setz genau darauf deine Hoffnung. Das ist meine Biografie, das habe ich erlebt. Aber aus dem heraus kommt dann ein neues Leben, dass Jesus auch ermutigend, ermahnend mich ansieht und sagt, du musst nicht mehr so leben. Du kannst anders leben. Du kannst auf einem anderen Niveau leben. Er lädt mich ein in ein neues Leben hinein. Das ist, sagt Joe, deine Lebensmuster, die können aufgesprengt werden. Woher weiß ich das? Wünsche ich mir das in Jesus hinein? Nein, sein Wort sagt es. Dass es sagt, wer in mir bleibt und ich in mir und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Schau mich an. In dem Blick zu Jesus erfährt der Petrus Heilung und Erneuerung. Vorher nicht hingesehen und seinen eigenen Weg gegangen und letztlich im Versagen gelandet. Aber im Blick auf Jesus, genauso wie beim Seewandel, ihn vor Augen, ihn zu sehen, das weiß er noch, hey, da bin ich auf dem Wasser gelaufen, ihm habe ich im Blick. Ich kann anders leben. So kommt es immer wieder vor, dass Jesus auch ermahnt und manchmal auch sagt, boah Mann, was ist los mit euch? Es geht mehr, es geht anderes, ihr Kleingläubigen, sagt er. Ihr könnt auf einem anderen Niveau leben, wie? Nicht in eigener Kraft, nicht in dem, dass du sagst, wow, ich schaff das, ich werde dich nie verleugnen, ich bin der Petrus. Wuhu. Aber wenn du mich ansiehst, in meiner Kraft und dadurch mein Geist in dir kräftig wirkt, dann kannst du Dinge tun, von denen du niemals vorher gedacht hast, du könntest es tun. Dann kannst du auf einem anderen Niveau leben. Dann kannst du plötzlich auf der Arbeit einen Unterschied machen und bei einer Kultur, die vielleicht normal gang und gäbe geworden ist, plötzlich anders unterwegs sein, mit Ehrlichkeit oder mit einem klaren Bekenntnis zu Jesus oder mit Dingen, dass du bei Themen nicht mehr mitmachst, die man eigentlich von dir kennt. Dann kannst du mit deinem Körper anders umgehen, mit deinem Geld anders umgehen. Dann kannst du in deiner Beziehung zu Jesus nochmal auf eine ganz andere Ebene kommen. Wenn wir nur ihm im Blick haben, nur ihm. Das Dritte, was ich so in Jesu Augen sehe, sagt eine Einladung, schau mich an. Schau mich an und du kannst einen Unterschied machen. Du kannst nochmal ganz anders leben. Wie sieht Jesus dich an? In deinen dunkelsten Momenten. Voller Liebe. Voller Vergebungsbereitschaft und mit einer großen Einladung. Bleib im Blickkontakt mit mir und du kannst anders leben. Ich mag diesen aaronitischen Segen, der ganz klassische Segen, den ich meistens hier spreche zum Abschluss von einem Gottesdienst.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ich mag den total und ich spreche den immer so ein bisschen anders, weil einerseits, man sagt dazu Yusuf, dieses möge, er möge dich, das ist eine Sprachform, Yusuf, er möge dich segnen. Er möge dir nahe sein, er möge sein Angesicht über dir leuchten lassen. Diese Form nennt man Yusuf. Aber im Hebräischen ist das Yusuf vom Indikativ gar nicht zu unterscheiden. Also man muss es quasi deuten, was ist jetzt hier gemeint? Ein möge dich segnen oder er segnet dich. Sprachlich genau das Gleiche. Und ich sage das deswegen aber auch gerne, weil ich sage das gerne in diesem Indikativ. Er segnet dich. Er schaut dich freundlich an, er tut das jetzt. Er macht das genau jetzt. Warum sage ich das? Ich sage das, weil dieser Segen, dieser aaronitische Segen in Jesus seine Erfüllung findet. Und weil das schon geschehen ist, diese freundliche Zuwendung Gottes ist real über deinem Leben. Und das spreche ich nicht aus mit einer Macht als Pastor, das ist jetzt so, sondern das ist real geworden durch Jesus Christus. In Psalm 67 wird dieser Vers aufgenommen nochmal, dieser aaronitische Segen, der Herr segne dich und er behüte dich. Und es gibt eine schöne Übersetzung davon in The Message Bible, da heißt es, Gott, könntest du mich anlächeln? Would you smile on me? Ich finde das schön und auch das hat in Jesus seine Erfüllung gefunden. Wenn er dich ansieht, mitten in deinem dunkelsten Moment, dann lächelt er. Nicht weil du versagst, sondern weil pure Liebe dein ganzes Versagen durchdringt. Und weil pure Vergebung dein Versagen wegnimmt. Und weil seine Ermöglichung eines neuen Lebens Hoffnung in dir hervorbringt. Er sieht dich an mit einem Lächeln. Deswegen nimm den Helm ab. Nimm den Helm ab oder das Handtuch, dass du dich verstecken willst in den Momenten. Du kannst gerade gucken, du kannst aufrecht gucken und lass dich ansehen von Jesus. Denn wenn er dich sieht, lächelt er. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte wirklich, dass das wie so eine, als eine tiefe Umarmung, wie gerade eben mein Leben ganz tief erreicht und berührt, dass du genauso mich liebend ansiehst und dass du, wenn du mich ansiehst, auch in meinen dunkelsten Momenten, dass du lächelst voller Liebe und voller Vergebung und voller Hoffnung auf ein neues Leben. Ich danke dir von Herzen, dass deine Gnade ausreicht für alle meine Schuld. Komm, zieh du uns in dein Licht hinein, jeden Einzelnen, zieh du uns ins Licht hinein, dass wir nichts verbergen müssen mehr, nichts verstecken müssen, kein Handtuch drüber legen müssen, sondern dass wir es rein und offen hinlegen können vor dich. Und dann kommst du mit Vergebung und mit neuem Leben. Und ich bete für all diejenigen unter uns, die dich auch noch gar nicht kennen oder noch nicht so einen Anfang gemacht haben mit dir. Ich bete, dass du ihnen nachgehst und dass du dich einlädst, dass du einlädst und sagst, Herr, ich möchte gern zu diesem Jesus, der alles gegeben hat für mich, der sein Leben gegeben hat für mich. Ich möchte gern zu ihm gehören. Und ich möchte dieses neue Leben entdecken, das möglich ist in seiner Gegenwart. Komm, zieh du Menschen hin zu dir und uns alle, die wir lang mit dir gehen, aufs Neue, zieh du uns in dein Licht hinein. Amen.